Hallöchen, liebe Zuschauer, wir sind hier bei der Partie zu Hause gegen den SC Freiburg, bevor wir dann gegen Milan zu Hause spielen, natürlich uns eine gute Ausgangssituation herausarbeiten wollen. Wir sind auf jeden Fall Favorit, das ist klar. Und dann werden wir hoffentlich ins Viertelfinale einziehen. Ja, aber auch ein kleiner, billiger Laptop kostet ja trotzdem irgendwas mit über 100 Euro mindestens. Ne? Und Schotti ist ja jetzt nicht arbeitstätig, der geht ja noch zur Schule. Es ist nicht so einfach. Wir wollen natürlich Willy Hansen. Wobei, der FM ist meistens nicht allzu teuer. Aber du musst jetzt wirklich nicht nur wegen uns jetzt den Football Manager kaufen. Das wäre ja wirklich unnötig. So, Mitch. Ja, Van de Voort ist immer noch unzufrieden. Ja, sorry, Mitch. Vielleicht sollte ich ihn wirklich verkaufen und einfach auch Acevedo setzen. In Zukunft. Erstes Spiel von Lusso 6,5. Ist nicht ganz so gut. Aber naja. So, 6 Wechsel. Und zum weiteren Verlauf heute im Stream. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Bock, vielleicht gleich so 4 Folgen via Football aufzunehmen. Dann hätte ich das auch für über eine Woche, weil das ja nur noch alle 2 Tage kommt. Und ich hätte auch Bock, mal wieder Motorsportmanager zu zocken. Und auch noch ein Story-Game, was ich schon lange spielen will, ist wirklich Life is Strange. Ich hab das sogar den ganzen ersten Teil. Ich habe so Bock, das mal mit euch zu zocken. Ne? Vielleicht mache ich das morgen, übermorgen. Einfach mal komplett Life is Strange durchzocken und Folgen schneiden, hochladen. Gerne auch Schotti. Also wirklich, wenn du dir extra nur für uns einen Laptop holst, dann wird es schwer, dir nicht Schalke zu geben. Aber ich glaube, Marlon hätte was dagegen. Ich glaube, Marlon würde das nicht so schön sehen. Nicht so schön finden hier. Esposito 1-0. Ja gut, Sam, klar, du magst beides. Ne? Ich sag ja, Marlon will auch Schalke. Also ich glaube, Schalke wird natürlich einer der am meist gewollten Vereine sein. Ja, Marlon ist Schalke-Fan. Ja, aber wie gesagt, ihr seht ja, viele wollen bestimmte Vereine. Ich kann es nicht jedem recht machen. Ich hoffe, ihr werdet mir nicht böse sein, wenn es so ist. Aber es wird immer die Möglichkeit geben, auch während des Multiplayers die Vereine zu wechseln. Auch zwischen zwei echten Trainern, dass der eine nimmt den Verein des anderen. Nur seid uns bitte nicht böse, wenn wir es nicht schaffen, jedem den Verein zu geben, den er haben möchte. Lucio, zweite Partie, erstes Tor. Genau. Bist du denn auch Discord-Moderator? Einfach alle wegbannen. Ja, Schalke Bremen, so ist ja klar. Sam, schreib mir dann, wie gesagt, privat auf Discord die 5 Vereine aus der 2. Liga und die 5 Vereine aus der 3. Liga, die du haben möchtest. Du weißt ja, wie das geht. Hast du ja schon mal gemacht. Ach, dann hast du denn Bock, Schotti, auch auf dem Discord-Server Moderator zu sein? Danke, Marlon. Schaue ich mir gleich mal an, aus Interesse. Wir sind Erster. Aber Berlin hat natürlich noch genug Zeit. Und Yusuf Demir, 3-0. Ach, es läuft gut.
Ja, auf jeden Fall ganz gute Vereine, Marlon, die du gewünscht hast. Und Schalke auf Rang 1. Aber wundert mich, dass du jetzt nicht Nürnberg genommen hast. Ich meine, Nürnberg und Schalke haben ja mit die innigste Fanfreundschaft, die es so gibt, ne? Ich hätte wetten können, dass du Nürnberg nimmst. Unter den Top 5. Ja gut, Schotti, das ist halt ganz normal. Einfach, wenn jemand Unsinn schreibt, kannst du ihn bannen. Oder was halt. Jetzt nichts Großartiges. Ich weiß nur, ich kann dir vertrauen, genau wie den anderen Moderatoren. Deswegen habe ich es meistens immer auf beiden Plattformen die Rechte gegeben. Oder mal etwas löschen, wenn jemand was schreibt, was vielleicht nicht unbedingt gelesen werden sollte. Oder was Illegales, was auch immer. Auch wenn das vielleicht bei unserer Community ein bisschen schwer ist, dass jemand Unsinn schreibt. Deine Unterschrift. Okay. So, wo bist du denn, Schotti? Moment, erstmal hier die Halbzeitpause. Ihr wart nicht so schlecht, aber ihr könnt noch besser. Ihr könnt noch viel besser spielen. Abdul Seydou würde ich gerne spielen lassen. Ja, komm, Nuno. Zack. So, jetzt suche ich mal hier Schotti auf dem Discord-Server. Da, March Shotgun. Moderator, zack. Jetzt sind sie da auch Moderator. Andere Herausforderung. Ja, okay, ja klar. Mit 10 Clubs. Ach, Lucio. Nee, nee, jeder hat nur einen Verein, den er trainiert, Schotti. Nur bei der Vereinsauswahl kann jeder halt schreiben, welche 5 Vereine er gerne hätte, damit wir später das besser zuteilen können. Also es wird nicht jeder 10 Vereine trainieren. Das wird schwierig. Remy 5-0. Ja klar. Das verstehe ich mal, du willst immer was anderes. Ne? Aber Schalke nimmst du trotzdem. Die Nummer 1 bleibt die Nummer 1. Ne? Also ich würde gerne sehen, wie 20 Leute gleichzeitig mit 10 Clubs trainieren. 10 Clubs trainieren, das wäre geil. Remy. Okay, Mann. Hände hoch, wer will noch Schalke? Ich will Schalke. Okay, Hertha spielt zu Hause gegen Köln. Steht 0-0, aber die Kölner haben eine rote Karte kassiert. Ja, mal gucken, ob die das durchhalten können. Sonst. Weil, wenn sich nicht durchhalten, beziehungsweise wenn sie es durchhalten. Wenn wir Erster. Endlich. 20 Minuten noch. Deswegen egal, genau. Bin ich mal gespannt. Arc wollte mir auch noch eine Liste schreiben. Ist bestimmt dabei. Wie, du warst letztes Jahr in Berlin. Wir haben doch nur zweiten, Drittliga-Vereine genommen. Du konntest doch gar nicht Berlin gehabt haben. Das Event startet irgendwann im Dezember. Irgendwann im November kommt der neue Football Manager raus und dann denke ich mal so ein paar Wochen, damit jeder Zeit hat, das Spiel zu kaufen. Aber Union Berlin? Hä? Ah, du bist, glaube ich, so mittendrin dazugestoßen, kann das sein? Und dann waren wir zum Beispiel in der zweiten Saison und Union ist halt auch abgestiegen aus der ersten, ne? Dann würde es ja gehen.
Können ja. Außer deinen Eltern sagen so, bist du verrückt? Ein PC? Sollen die vielleicht noch ein Auto kaufen? Liste ist raus? Okay, schaue ich mir auch mal an. Auch gute Vereine, naja. Noch hat niemand Mannheim genommen. Bremen, Düsseldorf, Hannover, Kiel, Pauli, 60, Lautern, Duisburg, Braunschweig, Osnabrück, Österreich, genau. Und Mal und Schalke, Dresden, Bremen, Pauli, Regensburg, Osnabrück, Braunschweig, Magdeburg, Wiesbaden, Duisburg. Ist er schon sicher? Ich habe erst vor ein paar Tagen geschaut, Marlon. Wenn ich gerade hier gucke, steht, dass es noch nicht sicher ist. Aber man denkt, irgendwann im November, ne? Ja, wenn alle 10 Mannschaften reizvoll sind, ist das natürlich gut. Götte, moin. Altes Haus. Danke für deinen Lurk. Du musst mal Bescheid geben, wenn du mal wieder zocken kannst. Ich weiß ja natürlich nicht, wie es bei dir aussieht mit der Arbeit. Ist bestimmt genug zu tun, aber wenn du mal wieder Bock hast, kannst du es immer gerne bei mir melden. Namdi Collins. Hier sperrt. Erneut. Das Gefühl, dass Collins sehr häufig gesperrt ist. Mit gelben Karten hier. Der Audrey war so geil drauf gerade. Nee, den will ich jetzt nicht wieder auf die Bank tun. Das war auch gut in der Partie. Ist noch Ilias auf die Bank für Willi. Nee, ich glaube 2020 war's. Ich glaube, da geht's. Moment. Der letzte dieser FM kam doch dann raus. Nee, 10. 10. November 2020 stimmt doch gar nicht. Ja, alles gut, Gürtel. Ich weiß ja, du hast ja genug zu tun. Hä, kam diese FM nicht später raus? Moment. Wann kam die allererste Folge von mir raus? Von der Karriere. Da kann ich mal ganz gut gucken. Ganz gut gucken. Nee. Der jetzige Football Manager kam am 24. November raus, weil die erste Folge auch am 24. November rauskam. Deswegen wurde released. Für den neuen gibt's noch keinen. Die machen das häufig so ein, zwei Monate vorher. So. Milan. Oh, sie da nicht, Trainer. Zinedine Zidane. Erling Haaland. Ich finde nur komisch, dass da irgendwie so ein Fehler ist bei Google. Wenn man FM 21 Release eingibt, steht da 10. November. Was ja überhaupt nicht stimmt. Das war ja wegen Corinna sehr spät erst der Release. Normalerweise immer Anfang November, diesmal war es Ende November. Ja, in etwa im selben. Ja, genau. Es wird angenommen, dass der FM
auch roundabout dann rauskommt. Klar. Ich kann mir aber halt gut vorstellen, dass es eventuell wieder 2, 3 Wochen früher rauskommt, um den alten Vor-Corinna-Rhythmus zu haben, aber irgendwann November halt. Deswegen mit Dezember kommen wir ganz gut hin. Und Schotti, das letzte Mal haben wir den FM gestartet direkt nach Weihnachten, also solltest du wirklich einen Laptop kriegen zu Weihnachten, hättest du noch genug Zeit. Bernhard. Sehr gute Parade von Martin. Aber Schott, ich bin mir sicher, es werden locker bestimmt 10 Leute Schalke auf Rang 1 haben. Und sag, ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich dann nicht sage, du hast Vorteil, weil du Moderator bist. Also unfair den anderen gegenüber. 3-0! Ah ja, stimmt, hast du gesagt, Marlon, bei Badeschlappen-LP, ne? War doch so. Sehr gut, 2-0. Weiter so machen. Jetzt noch das dritte nachlegen, kein Tor kassieren und dann kann man sich schon fast zurücklehnen. Just auf dem hier. Hedwig Hörling. Ja, ich weiß, Schotti. I know, I know. Ja, und dann direkt mal was, wo du dich bestimmt freust, ne? Klar, da würdest du lieber im Lotto gewinnen, das kann ich verstehen. Dann würdest du hier einfach Sports Interactive kaufen. Ne? Dann denke ich, komm, ich nehme einfach das ganze Unternehmen. De Palma, De Palma, De Palma. Ich nehme den, glaube ich, nach 60 Minuten raus. Ja, jetzt könntest du das sogar machen als Moderator. Auf dem Discord. Oh, fast das 4:0. Gut aufgepasst von Wück. Remy! Und da ist auch das 4:0. Ja komm, der Palmer kann raus. Stell dir vor, die würde Sports Interactive gehören und du könntest den Football Manager nach deinen Wünschen umgestalten. Ich habe leider Watchtime nicht an. Sondern ich habe keine Watchtime. Ja, ich weiß, ich muss das machen. Ich habe schon häufig gesagt. Watchtime und Follow Age würde ich gerne anmachen. Nur ich brauche dafür ein anderes Programm. 5-0. Ja, ich glaube, das werden die nicht mehr hinlegen. Ich hoffe nur, dass ich, wenn ich so Watchtime irgendwann mal aktiviere, dass nicht von da von null angerechnet wird. Das wäre auch blöd. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Paruzzi, einen wunderschönen Dankeschön fürs Einschalten. Und auch an NDM6199. Leider ein Gegentor, aber auch mit 5-1 kann ich sehr gut leben.
Mich haben da so viele Leute gefragt, Marlon, aber ich habe einfach immer wieder versucht, ihn immer spielen lassen und irgendwann hat er einfach gesagt, er verlängert. Okay, insgesamt wäre gut. Und jetzt die Chance aufs 6:1. Super. Also das nenne ich mal ein souveränes Hinspiel. Also wenn wir das Rückspiel nicht schaffen, dann wirklich sind wir Opfer des Fußballs. Hätte. Sam ist mich die ganze Zeit weg. Vielleicht schreibt er mir gerade. Wer weiß. Die Liste. Das ist 7:1 gegen Milan. Holland mit Tor Nummer. Warte, Nummer 6? 6 Tore Erling Holland. Was glaubt ihr, Leute? Schaffen wir erst ins Viertelfinale? Ja, nein. Niklas, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dich mal wiederzusehen. Geht's dir denn gut? Oh, fast das Achte. Fast Tor Nummer 8. Meine Güte. Krass ist das denn. Alles gut, Niklas. Ich sage immer zu jedem Zuschauer bei mir, nur weil ihr mir folgt oder abonniert habt, heißt das nicht, dass ihr mir zugucken müsst. Wenn ihr keinen Bock mehr habt oder keine Zeit, müsst ihr euch weder entschuldigen noch abmelden noch sonst was. Alles gut. So, meine lieben YouTube-Zuschauer, das war's dann. Ich glaube, wir sind zu 99% im Viertelfinale. Wir sehen uns morgen um 13 Uhr wieder. Macht's gut.